Genau, ich möchte ganz kurz nochmal zum Hochschulforum Digitalisierung ein paar Sätze sagen. Ich gehe zwar davon aus, dass Sie das HFD ganz gut kennen in der Zwischenzeit. Wir sind ein Projekt, das mit drei Konsortialpartnern gestartet ist, 2014, Stifterverband, CHE und die Hochschulrektorenkonferenz. Wir informieren, beraten und vernetzen Akteure aus Politik, Hochschulen, Wirtschaft und Gesellschaft und verstehen uns als Think Tank, die den Diskurs um die digitale Hochschulbildung im digitalen Zeitalter orchestriert. Ich nehme die nächste Folie, Barbara. Wir arbeiten im HFD mit unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkten. Und der Schwerpunkt, den wir heute vor allem ansprechen werden, ist der Bereich der Strategieberatung. Nichtsdestotrotz arbeiten wir ganz stark in dem Bereich Netzwerk für die Hochschullehre. Das werden Sie sicherlich auch kennen. Und in den unterschiedlichen Arbeitsgruppen, wie gerade die Community Working Groups zu Prüfungsszenarien und Prüfungsformate, die gerade gestartet sind, oder Curriculumsentwicklungen. Und natürlich die Geschäftsstelle, die sich schwerpunktmäßig mit Gesprächen mit Politik zum Beispiel oder Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt. Danke, Barbara. Genau, ich werde jetzt direkt weitermachen und nochmal was zur Peer-to-Peer-Strategieberatung selbst erzählen. Grundsätzlich ist es ein Entwicklungsinstrument und ein Begleitprozess, der auf Augenhöhe stattfindet. Also für alle Hochschulen, die eben die Digitalisierung in Studium und Lehre in der Institution strategisch stärken möchten. Das Bundesprogramm ermöglicht nun bis zu 8 Hochschulen oder eben auch Verbünden die Möglichkeit, eben an ihren strategischen Zielen zu arbeiten im Rahmen des Programms. Es wird begleitet, zum einen natürlich vom Hochschulforum Digitalisierung selbst, aber es ist natürlich auch wichtig, die hochschulinternen Akteure mitzunehmen. Und ein wichtiger Faktor, deshalb auch der Name der Peer-to-Peer-Beratung, sind die Peers, also die externen Expertinnen, die den Prozess mit begleiten. Vielleicht da noch ein Wort dazu. Wir haben insgesamt jetzt immer 4 Peers standardmäßig bei den Beratungen dabei. Das sind 3 in Anführungsstrichen normale Peers und eine studentischer Peer, der auch sicherstellt oder die auch sicherstellt, dass von Anfang an die studentische Perspektive auch im Expertinnen-Team eine wichtige Rolle spielt. Die Beratung an sich orientiert sich an den individuellen Zielen der jeweiligen Hochschulen und auch am Entwicklungsstand der jeweiligen Hochschule. Daher sind die Themenschwerpunkte dann doch recht unterschiedlich. Manchmal gehen wir ein bisschen breiter ran und haben eine grundsätzlichere Diskussion über die Digitalisierung in der Lehre und manchmal arbeiten wir an ganz konkreten Spezialthemen wie der Lehrerinnenbildung oder der Governance. Insgesamt ist es ein selbstgesteuerter Prozess der Hochschule. Das heißt, was man mit diesem Instrument macht, ist dann doch etwas unterschiedlich an den verschiedenen Institutionen, aber der ein Prozess, der dann in Abstimmung mit dem Hochschulforum Digitalisierung aber auch stattfindet. Vielleicht die wichtigsten Akteure nochmal und deren Zusammenspiel. An der Hochschule selbst gibt es ein internes Projektteam, das sich sozusagen um die verantwortliche Hochschulleitung und um den die verantwortliche Koordinatorin bildet. Das Projektteam sollte alle für die strategischen Fragen wichtigen Ansprechpartnerinnen an der Hochschule beinhalten und gleichzeitig arbeitsfähig sein. Das ist so ein bisschen ein Austarieren dann. Die Peers selbst des Hochschulforums Digitalisierung agieren als Critical Friends auf Augenhöhe in dem Prozess und sind dabei eben kritisch, unterstützend und ermutigend. Also das ist so unser Grundsatz der Peers. Und weil vorher auch die Frage gefallen ist, wer sind denn eigentlich Peers? Also Peers sind einfach Expertinnen, aber auch Hochschulleitungen von anderen Hochschulen, die zu den jeweiligen Herausforderungen passen. Also im Bereich Internationalisierung würde man Expertinnen dann aus diesem Bereich eher anfragen. Da können wir eigentlich mal ganz gute Teams zusammenstellen.
Dann das Hochschulforum Digitalisierung selbst, hier vielleicht ergänzend noch die Koordination für die Peer-to-Peer-Beratung liegt beim Stifterverband und bei den Programmmanagerinnen im Strategiebereich. Zusätzlich unterstützt wird das Ganze aber auch noch von weiteren Teammitgliedern natürlich, ohne die geht es nicht, und auch vom Lenkungskreis und aus der Geschäftsstelle des Hochschulforums Digitalisierung. Ich würde jetzt noch mal ganz kurz den groben Prozess der Beratung erläutern. Zunächst startet man nach der Auswahl damit, dieses Projektteam zu bilden an der Hochschule. Dieses Projektteam erstellt dann ja, wahrscheinlich federführend die KoordinatorInnen und die Hochschulleitung den Selbstbericht, die Selbstreflexion der Hochschule. Das ist ein Leitfaden gestützter Bericht, wo wir dann, der ist auch schon online, der Link ist mit drin, da können Sie sich ein erstes Bild machen, was dieser so umfasst. Und als nächstes nach diesem Bericht, ja, parallel muss man dazu sagen, finden natürlich Prozesse statt wie Terminfindung, Peers müssen ausgewählt werden etc. Viele Absprachen mit uns, mit den KoordinatorInnen und auch übergreifende Workshops. Das heißt, man startet schon im September mit einem Auftakt-Workshop und es gibt am Ende im Juli meistens Abschlussworkshop, und wir hatten jetzt dieses Jahr mal zwischendrin einen Zwischenworkshop, um einfach die Zeiten und den Kontakt da nicht ganz abreißen zu lassen und den Hochschulen auch so einen Zwischenstand, einen Austausch nochmal zu ermöglichen zu einem anderen Zeitpunkt. Also der nächste große Schritt ist dann der Beratungsbesuch selbst, der entweder virtuell stattfindet oder vor Ort. Da hatten wir jetzt eben unterschiedliche Varianten. Dort sind dann die Peers mit dabei, das Team des Hochschulforums und natürlich auch die Hochschulen, alle Beteiligten im Prozess. Danach erstellt das Hochschulforum zusammen mit den Peers den Empfehlungsbericht für die Hochschule. Die Hochschule formuliert daraufhin einen ganz kurzen Actionplan. Also das heißt, welche Empfehlung wird in welchem Zeitraum umgesetzt. Da ist auch nochmal so ein kurzes Feedback zum Beratungsprozess selbst mit drin. Das ist nicht so besonders umfangreich, aber es ist trotzdem wichtig zu skizzieren, welche Empfehlungen nun auch aufgegriffen werden. Und im Anschluss, das freut uns ganz besonders, können wir jetzt ab Herbst auch ein Alumni-Programm anbieten, eben ein Netzwerk aller Peer-to-Peer-Hochschulen, die Beratung schon genossen haben. Das wären die dann im Überblick. Das sind 24 Hochschulen. Die in der aktuellen Runde sind, haben wir noch ein bisschen gehighlightet, eben auch die Universität Leipzig. Zusätzlich, das sind die grünen Punkte, haben wir auch noch 4 Hochschulen aus dem Landesprogramm Stradi BW hier mit eingezeichnet. Das war sozusagen eine kleine Peer-to-Peer-Beratung für 4 Hochschulen auf Landesebene. Dann würde ich hier mal die Übertragung stoppen und einfach mal in die Runde fragen, ob es dazu jetzt schon Rückfragen gibt, dann bevor wir in die Praxisrunde starten. Sind solche Landesprogramme auch für andere? Ja, also grundsätzlich sind wir natürlich dafür offen, auch weitere Landesprogramme aufzusetzen. Wenn wir, planbar ist das definitiv. Also das heißt, das geht natürlich, auf uns zukommen. Wie groß sollte das hochschulinterne Projektteam sein? Ja, arbeitsfähig. Vielleicht will ich die Frage direkt an Franziska Richter mal weiterleiten. Wie groß war das bei euch? Ja, also bei uns war das Team mittelgroß, ne? Geleitet vom Konrektor Lehre und Studium. Referat Lehre und Studium war vertreten, das Zentrum für Multimedia in der Lehre, die Stabsstelle Strategische Projekte und Exzellenz und das International Office, weil wir mit einem großen Europaprojekt das eigentlich die zentralen Player waren. Aber es war schon eine Abwägung zu sagen, eigentlich müssten noch der und der und der und der mit im Projektteam sein, aber die Arbeitsfähigkeit hat halt dieses Projektteam hervorgebracht. Was wir dann aber gemacht haben, wir haben ein Unterstützerteam an Hochschullehrenden darum gebaut, diesen Strang zu haben. Und wir hatten einen sehr engen Kontakt mit unserer Studiendekane-Konferenz, um quasi alle 12 Fachbereiche sehr regelmäßig über den Fortgang zu informieren. Aber das Projektteam haben wir relativ klein gehabt mit, jetzt habe ich es vergessen, studentischer Beteiligung. Also es gab immer noch ein Studierende dabei.
Genau, das ist uns auch ein wichtiger Punkt, dass Studierende in jedem Fall mindestens mit einer Person im Projektteam auch vertreten sein sollten, und hat sich auch gezeigt, dass das super fruchtbar ist und die Perspektive, und gerade wenn es dann darum auch geht, Studierende für den Prozess zu aktivieren, dass das ein wichtiger Punkt ist. Gut, dann würde ich sagen, so weit sehe ich keine Hand mehr und auch keine Frage, dann würde ich Lavinia dich bitten zu starten. Ja, danke schön, Barbara. Ich würde jetzt einfach Herrn Hofsters interviewen. Und wenn Sie Fragen haben, stellen Sie sie gerne in den Chat oder sagen Sie, Sie können sich auch entmuten und wir können das auch mündlich aufnehmen. Das machen wir ganz entspannt. Herr Hofsters, meine erste Frage ist, was war die Motivation der Uni Leipzig für die Bewerbung bei der Peer-to-Peer-Strategieberatung? Warum? Ja, vielen Dank erstmal auch für diese Frage. Die Motivation, ja, die speist sich aus mehreren Quellen sozusagen. Eine Quelle ist, es gibt natürlich auch immer so externe Anforderungen, um mal damit anzufangen. Wir haben zum Beispiel einen Hochschulentwicklungsplan des Landes. Wir haben auch einen unibezogenen Entwicklungsplan. In diesem Entwicklungsplan haben wir den Leipziger Weg beschrieben. Und dazu gehört beispielsweise, dass wir unsere Studierende zu Global Citizens entwickeln wollen. Und was gehört dazu? Digitale Kompetenz einerseits, aber auch digitale Komponenten im Kontext von Lehre und Studium. Eine zweite Motivation ist, dass wir uns seit einigen Jahren zunehmend auch mit der Frage konfrontiert sehen, heterogene Studierendenschaft, Individualisierung von Studienablaufplänen, eine sozusagen zum Teil auch Entkoppelung von Präsenzstudium, in dem es eben auch digitale Möglichkeiten gibt, an Lehre teilzuhaben, ohne präsent zu sein. Ein wichtiges Anliegen von Studierenden, was an uns herangetragen wird. Und dazu kommt natürlich insgesamt der Digitalisierungsschub, der uns auch ein Stück weit zu dem Motto geführt hat, wir wollen die Uni Leipzig von einer Präsenzuniversität zu einer Universität im digitalen Zeitalter weiterentwickeln. Das hat uns ja nun ohnehin in den letzten 1,5 Jahren dann, hat uns das ja entsprechend auch überrollt und entsprechend gepusht. Und natürlich haben wir auch eine ganze Reihe an Akteuren innerhalb der Universität, denen die Digitalisierung der Lehre und die Stärkung der digitalen Kompetenz, der Digital Literacy von Studierenden ein großes Anliegen ist. Und deshalb haben wir uns auch schon vor reichlich 2 Jahren dazu entschieden in der Hochschulleitung, ja, wir müssten eigentlich so etwas wie eine Digitalisierungsstrategie aufsetzen. Und schon allein an der Formulierung so etwas wie eine Digitalisierungsstrategie, ja, wie ist das denn? Wie ist das verbindlich? Wir wissen auch, dass wir zum Beispiel von einigen Forschungsorganisationen immer Anträge gestellt, muss eigentlich nachgewiesen werden, dass wir so eine Strategie haben. Und kann man das nur auf Lehre fokussieren, muss das nicht in Verbindung mit Forschung, mit Verwaltung, mit Transfer betrachtet werden. Aber am Ende haben wir uns zu der Priorisierung dann auch durchgerungen zu sagen, wenn, dann setzen wir das im Kontext der Lehre um. Und da hat uns auch nochmal ein Stück weit geholfen, auch erstmal so ein externer Faktor, dass das Land auch eine Strategie zur digitalen Hochschulbildung aufgesetzt hat und die Hochschulen sozusagen auch ein Stück weit mit Projektmitteln fördert, um das entsprechend umzusetzen. Also da hat man dann auch nochmal so ein entsprechendes Incentive. Aber der wesentliche Push und die sehr viel höhere Verbindlichkeit des Verfahrens hat sich dann tatsächlich mit der Pandemie entwickelt. Aber, und das war ein ganz, ganz guter Vorläufer im Rahmen unserer Qualitätspakt Lehre, Projekte, die wir sehr umfänglich hatten, haben wir auch eine ganze Reihe an Experimentierräumen zur digitalen Lehre gehabt, wo wir auch Hochschuldidaktik und Digitalisierung zusammengebracht haben, wo wir schon beim Tag der Lehre 2018, 2019 entsprechende Marktplätze Digitalisierung gehabt haben und digitale Komponenten in diesen Tag der Lehre integriert haben. Also da gab es eine ganze Reihe, ich sage mal, auch an losen Fäden, die schon da waren. Eine Strategie ist ja dann auch dafür hilfreich, diese Fäden zusammenzubinden. Vielleicht soweit erstmal in aller Länge.
Ja, das war ein schöner letzter Satz, die Fäden zusammenzubringen. Und die meisten Hochschulen sind jetzt dabei, ihre Interessensbekundungen erstmal zu verfassen. Und zu diesem Zeitpunkt, wo sie die Fäden zusammenbringen wollten, haben sie auch eine Interessensbekundung geschrieben. Wie sind Sie da genau vorgegangen? Welches Team haben Sie zusammengestellt? Wer hat die Strategie geschrieben? Wir haben gerade gesehen, dass es hier auch unterschiedliche Statusgruppen vertreten sind. Und diese Frage zielt darauf ab, wie sind Sie da vorgegangen mit dem Team? Also ich würde mal sagen, von der Konstruktion des Teams her ist es sehr ähnlich, wie das an der Uni Bremen von Frau Richter vorhin formuliert wurde. Klar ist natürlich, auch um so eine entsprechende Interessenbekundung dann auch einen Selbstbericht zu schreiben, da darf das Team nicht allzu groß sein, einerseits. Andererseits, zumindest an unserer großen Uni, sage ich jetzt mal, mit 14 Fakultäten, in etwa 400 Professoren, eine Fakultät, die vor allem auch sehr stark in der Dezentralität ist. Wir sind also eine Universität, die lässt sich nicht so einfach nur von der Leitung steuern, sondern da ist immer viel Dialog und Mitsprachebedarf. Und das hat schon auch bedeutet, dass wir zum Beispiel über die Qualitätspakt-Lehre-Projekte, auch über ein paar andere Projektansätze schon auch immer mal reingehört haben, was ist denn eigentlich los, und haben das sozusagen versucht, in dieser Interessenbekundung dann auch zu bündeln. Also es war jetzt nicht sozusagen ein kleiner, feiner Think-Tank, der so ein bisschen abgekoppelt ist vom Alltag der Universität, sondern der viele dieser Aspekte mitgenommen hat. Und wir haben dann auch in Runden Studiendekane, Dienstberatung ist ein wichtiger Aspekt, da ist es entsprechend intensiver auch besprochen worden, also die Eckpunkte dann auch der Interessenbekundung. Es ist auch über diesen Prozess, dass wir uns zu dieser Peer-to-Peer-Beratung aufmachen wollen, auch ausführlich im Senat diskutiert worden. Ist also auch immer ganz wichtig, aus meiner Perspektive, die Gremien da entsprechend mitzunehmen und auch entsprechend einzubinden. Und so ist es dann geworden. Und in diesem, ich sag mal, in diesem Kernteam waren Akteure, die einerseits, also ein bis zwei Akteure, die sehr stark das Thema Hochschuldidaktik und Digitalisierung mitbetrieben haben, ein Akteur, der das Thema digitale Infrastruktur sehr gut mit auf dem Schirm hat, dann auch ein Akteur aus einer Fakultät, der sozusagen das Ohr auch bei diesen Bedarfen hat. Und wir haben dann auch eine Beauftragte für studentische Angelegenheiten, die auch die Studierenden Bedarfe damit eingebracht hat. Ja, und so sozusagen in so einem, ich sage mal, auch in einem Diskurs- und Diskussionsformat haben wir dann das entsprechend zusammengetragen. Okay, danke schön. Und ich habe jetzt noch eine Frage, weil zu den Peers. Sie hatten vier verschiedene Peers, unter anderem ein studentischer Vertreter auch. Und wie sind Sie zu dieser Zusammenstellung eigentlich gekommen? Und diese Frage war ja vorhin auch bei der Mentimeter-Abfrage, die Frage der Peers. Können Sie dazu was sagen? Naja, ganz wichtig ja bei den Peers ist tatsächlich die Diversität, dass eine Hochschulleitung vertreten ist, dass eine Expertin aus der Praxis dabei ist, dann ein Experte, der sozusagen ein Stück weit auch schon mal in solchen Peer-Beratungsprozessen mit drinsteckte oder das auch innerhalb einer Hochschule aktiv lebt, und beim Studierenden natürlich ganz wichtig, Studierendenvertreter zu finden, die eine große Aufgeschlossenheit haben zu diesem Thema. Und wir waren dann mit diesen vier Menschen, die wir dann gefunden haben, natürlich mit ihrer Hilfe, sehr zufrieden, zumal das auch eine sehr dynamische Peer-Gruppe war, was ja auch ganz wichtig ist, die aber eins geeint hat, ein Stück weit, ja, vielleicht kann man es so ausdrücken, ein kreativer Wettkampf, auch im Kontext von Beratung und Beratungsangeboten. Das war ausgesprochen auch lebendig insoweit, muss ich sagen. Das war jetzt gar nicht unbedingt so ein, ich sag mal, etwas bleierner akademischer Diskurs, sondern ganz im Gegenteil. Es war und ist ein kreativer, lebendiger und kommunikativer Prozess, der sich über diese Peers abgebildet hat. Und wichtig natürlich auch unter dem Gender-Aspekt da eine gewisse Mischung auch dabei zu haben, von den regionalen Herkünften, Vorerfahrungen, eine gewisse Spreizung zu haben. Das ist jedenfalls bei unseren Peers ganz gut gelungen.
Ja, das kann ich bestätigen. Das fand ich genauso auch. Eine Frage noch zu dem Online-Format. Dieses Jahr mussten wir alle Beratungen komplett online durchführen. Und meine Frage ist, wie haben Sie das wahrgenommen? Sie kennen natürlich jetzt die anderen Beratungen nicht, die in Präsenz waren, aber trotzdem, wie haben Sie die Online-Beratung wahrgenommen? Ich sage mal, am Anfang, ich will jetzt nicht sagen, war ich skeptisch, sondern ich habe mich gefragt, naja, wie kann man bei dieser Zeitintensität, das sind ja doch eine ganze Reihe dann auch an Workshops und Beratungsgesprächen in unterschiedlichsten Formaten, die gelaufen sind, also wie können wir sozusagen dann auch unsere Kolleginnen und Kollegen und Studierenden da bei Laune halten? Das ist aber durch eine sehr clevere Aufteilung auch von entsprechenden Tools, von Teilschnittmengen, von Gruppen aus meiner Sicht ganz, ganz gut gelungen. Und was ein ganz wichtiger Punkt war, das haben wir zumindest versucht, auch drum herum zu bauen. Und ich hatte so den Eindruck, am Ende ging das auch ganz gut auf, auch sowas wie kommunikative und Social Events quasi zu schaffen. Wir haben zum Beispiel zum Auftakt, im Präsenzbetrieb würde man sich vorher zum Abendbuffet oder irgendwie so treffen, so informell. Das haben wir dann aber digital versucht. Das ist auch ganz, ganz gut gelungen mit den Gedrängen vom Bildschirm, wo ich persönlich, das habe ich immer so meine Schwierigkeiten, aber wenn man das mal so einmal im Monat macht, ist es erträglich. Und noch so ein paar ganz, ganz nette Spielchen und Kennenlernspielchen, das war ganz, ganz lustig eigentlich. Und wir haben dann auch so eine virtuelle Tour durch die Hochschule gemacht. Also wir haben dann so einzelne Kolleginnen und Kollegen gehabt, die sozusagen an zentralen Plätzen der Uni präsent waren. Dann hat man da konkret mal was gezeigt und was übertragen, symbolhaft, um auch sozusagen die Peers ein Stück weit mitzunehmen in Ausschnitte des Alltags unserer Universität. Und so hatte ich den Eindruck, ließ sich das ganz gut machen. Ich war insgesamt auch erstaunt ja, mag ich sagen, relativ rasche, vertrauliche Form des Austausches oder die offene Form, des Austausches. Das scheint mir insgesamt auch für diesen, auch schon angefangen von der Interessenbekundung, aber bis hin dann auch zur Peer-zu-Peer-Beratung, dass das am besten läuft, wenn es wirklich authentisch ist und wenn auch die Themen auf den Tisch gelegt werden. Und natürlich führt es dann auch zu bestimmten Diskursen zwischen den Studierenden und der Hochschulleitung und anderen Dingen. Das gehört dazu. Das ist aber auch erfrischend. Und das ist auch etwas, was dazu beiträgt, dass dann nach dieser Peer-to-Peer-Beratung, also im Digitalen jetzt im Moment, dann auch dieser Prozess weiterentwickelt wird. Also ein Stück weit muss da Bindung und Verbindung und ein Stück weit auch Beziehung geschaffen werden in diesem Raum. Und das schien mir, dass das gelungen ist. Dankeschön. Eine letzte Frage, bevor wir nochmal in den Chat schauen. Welche zeitliche Ressourcen sollten man jetzt aus Ihrer Position als Projektor für Bildung und Internationales für dieses komplette Verfahren einplanen? Das ist eine gute Frage. Als ich die gelesen habe, habe ich ein bisschen geschmunzelt. Gedacht, ja, wie will ich die beantworten? Also aus meiner Sicht ganz einfach, gar nicht drüber nachdenken. Also Sie können es nicht im Budget beziffern. Also ich nehme es, weil wir diesen Prozess ja schon ein bisschen länger betreiben, Stichwort Digitalisierung, ich nehme es einfach als ein integrierter Aufgabenschwerpunkt wahr, der halt bei mir mit drin ist und nicht als ein besonderes und extra Thema. Das ist in der Tat auch in der Kommunikation in der Hochschule ganz wichtig, das hinzubekommen, dass jetzt Digitalisierung im Lehre Studium nicht als jetzt ein neues extra Thema betrachtet wird, sondern dass es etwas ist, was in den Alltag der Hochschule integriert wird und auch ein Stück weit eine integrierte Aufgabe von jeder und jedem Lehrenden und auch von jedem Studierenden entsprechend ist. Aber klar, es kostet Zeit, das ist richtig. Und auch Energie, sich mit ganz neuen Dingen zu beschäftigen, bis hin natürlich auch zu neuen Begriffen. Da ist ja das Hochschulforum für Digitalisierung auch sehr erfindungsreich. Aber gut, das kann einem auch, wenn man schon ein bisschen älter ist, durchaus auch bei Laune halten. Aber klar, ich will es nicht kleinreden, es ist ein
zeitintensiver, an manchen Stellen auch mühsamer Prozess, weil eben sehr viel Hintergrundkommunikation auch erforderlich ist. Okay, danke schön. Wir haben zwei Fragen im Chat. Sehe ich das richtig, Barbara? Oder waren es mehrere? Genau, ich glaube, die zweite würde ich direkt mitnehmen. Die erste würde, glaube ich, noch sehr gut passen. Genau, die erste. Lässt sich Digitalisierung Lehre tatsächlich von anderen Digitalisierungsbereichen trennen? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das die Strategien, die unterschiedlichen Strategien betrifft, richtig? Vielleicht können Sie, Herr Sander, noch mal kurz sagen, wie Sie das gemeint haben? Ja. Herr Hofstas, können Sie dazu was sagen? Also ich würde meinen, künstlich zu trennen macht wenig Sinn. Also muss einfach sagen, es gibt den Schwerpunkt Digitalisierung Lehre, gibt den Schwerpunkt Digitalisierung Forschung, wobei wir hatten es auch in der Hochschulleitung diskutiert und da sagte der Kollege, wieso Digitalisierung in der Forschung? Forschung ist ja digitalisiert, ist ja kein, aber dann kommt man auf Forschungsdatenmanagement um andere Fragen, dann, das sind dann andere Spektren, aber man muss es zusammen betrachten. Der Unterschied oder sozusagen der Schwerpunkt eben im Kontext Lehre und Studium ist, dass es hier noch eine starke Wirkungskraft Richtung Studierende geht, dass es hier auch um hochschuldidaktische Fragen geht. Das ist nicht eins zu eins in den anderen Bereichen, aber was natürlich eine große Gemeinsamkeit ist und das ist mit die größte Anstrengung, die entsprechende Infrastruktur auch nachzubilden. Also ich kann natürlich schlecht eine Strategie entwickeln, wenn mir die Infrastruktur entsprechend fehlt, wenn mir die entsprechenden Lizenzen, die entsprechenden Tools fehlen, die entsprechenden Schnittstellen zwischen Moodle und Campus Management System oder wie auch immer. Also das ist, glaube ich, das Gebilde, wo da gibt es dann wirklich in der Tat keinen Unterschied. Und das, sagen, ohne diese Voraussetzungen in Planung zu haben, und das ist leider mit so das Teuerste an diesem ganzen, in diesem ganzen Bereich, sollte man dann auch nicht mit so einem Prozess beginnen. Vielleicht kann man dann nochmal was ergänzen. Die Uni Leipzig hat ein CIO und CIO-Board nochmal ins Leben gerufen dieses Jahr, um die unterschiedliche Gesamtstrategien Forschung, Lehre, Verwaltung unter einem Dach zu bringen. Das wäre nochmal. So, ich denke, ich würde einfach jetzt Barbara dir übergeben. Genau, und ich freue mich, dass wir mit Franziska Richter hier jemanden dabei haben, der so eine Beratung schon mal in einer aktiven Rolle koordiniert hat. Franziska, vielleicht kannst du auch zu deiner Rolle zunächst mal was sagen im Verfahren. Das ist ja vielleicht auch ganz spannend. Ja, Koordinatorin des Prozesses, das heißt mit all den Projektteammitgliedern im ständigen Austausch zu sein, aber natürlich auch zu überlegen, welche, wie Herr Hofstas das schon gesagt hat, welche Gremien stehen an, wer muss zu welchem Zeitpunkt involviert werden, um möglichst frühzeitig von dem Prozess mitzukriegen. Und wir sind nicht ganz so groß wie die Uni Leipzig. Wir haben nur 12 Fachbereiche, nichtsdestotrotz sind wir genauso dezentral aufgestellt und nur wenn es gelingt, quasi frühzeitig Informationen weiterzugeben und die Menschen mitzunehmen, beteiligen die sich an diesem Prozess. Wir haben, ja, was meine Rolle, also vielleicht direkt zum Umfang meiner Tätigkeit, ich hatte irgendwie eine halbe Stelle und es ist jetzt schon etwas länger her, ich glaube, es waren schon noch 2, 3 andere Prozesse, die parallel noch gelaufen sind, aber mit dem, sagen wir mal, dem Anspruch, möglichst viele Formate anzubieten, in denen Menschen sich beteiligen zu können, ist da natürlich auch eine ganze Menge zu organisieren und zu machen und der Selbstbericht, ja, der schreibt sich nicht von alleine, aber das ist ja wie bei jedem Antrag mehr oder weniger ein strukturiertes Verfahren, was man ganz gut planen kann. Danke schon mal. Ich glaube, ich würde direkt mit der Frage so ein bisschen auch einsteigen von Peter England und das verknüpfen mit der ersten Frage. Die strategische Einbindung, das ist, sagen wir immer so, einmal ganz platt und die gar nicht so einfach, glaube ich, dann zu handeln ist, des Verfahrens an der Universität Bremen. Wie ist das gelungen und wie ist das dann eben auch über die Beratung hinaus gelungen, um dann auch ins Tun zu kommen? Genau. Also was wir von Anfang an, also
klar hatten, war, dass die komplette Hochschulleitung hinter dem Projekt steht. Also nicht nur der Konrektor für Lehre und Studium, sondern die komplette Hochschulleitung. Wir hatten auch die Konrektoren für Internationales mit an Bord, weil wir halt gesagt haben, Digitalisierung in der Lehre ist für uns auch ein Thema in der Internationalisierung. Und unser Antrag oder unsere Interessenbekundung war sehr breit aufgestellt. Das hängt ja von jeder Hochschule ab, wie sie sich da fokussieren möchte. Also von daher sind wir quasi mit der kompletten Hochschulleitung losgegangen, haben dann uns natürlich auf die Lehre konzentriert mit unserer Interessenbekundung, Lehre und Internationalisierung. Und da bin ich vollkommen bei Peter England, das auseinander zu dividieren, Lehre oder Verwaltung, ist also unrealistisch, weil es einfach meistens beide Prozesse betrifft, die entwickelt werden müssen. Bei uns wurde dann als strategisches, also erste große strategische Entwicklung, die sowohl Empfehlung war, als auch direkt umgesetzt wurde, ein CDO etabliert, der genau das macht, nämlich die Digitalisierung auf Hochschulleitungsebene zu vertreten, was natürlich wunderbar ist bei dem Thema. Wir hatten im Rahmen des Prozesses immer wieder das Problem der Anreize, wie kriegen wir die Lehrenden quasi integriert, und dann kam halt Corona, unser Besuch war im Februar und dann haben wir quasi Corona, und da ist ja wie an jeder anderen Hochschule sehr viel remote digitalisiert worden. Und jetzt ist eigentlich die spannende Entwicklung zu gucken, was ist das, was wir jetzt eigentlich mit diesen Erfahrungen aus den Corona-Semestern weitertragen von den Empfehlungen. Also was sind die Dinge auch jetzt mit der Erfahrung der Lehrenden, die wir wirklich strategisch jetzt weiterentwickeln, unabhängig mal davon, dass wir das Leitbild Lehre sofort jetzt im letzten Jahr angepasst haben. Das war eine wichtige Empfehlung und der Prozess im Akademischen Senat doch relativ gut gelaufen ist und wir das natürlich jetzt nehmen, um unsere Systemakkreditierung anzupassen, um die Qualitätskreisläufe anzupassen. Also das ist ja ein großes strategisches Projekt und jetzt die Empfehlungen nochmal anzuschauen mit dem Projektteam wieder, also was quasi immer noch arbeitet oder sich regelmäßig weiter getroffen hat, jetzt zu gucken, okay, was sind jetzt die Aktionen, die jetzt für die nächsten Jahre anstehen. Ja, das ist spannend, dass dieses Projektteam tatsächlich dann häufig an den Hochschulen weiter sozusagen diese Themen voranbringt. Im Hinblick auf die Vorbereitung der Beratungstage selbst, das war ja in eurem Fall eine zweitägige Präsenzveranstaltung mit Gesprächsrunden, mit Workshops. Ich glaube, in einem Workshop waren irgendwie 100 Leute, ich weiß nicht mehr so genau. Ich kann mich nur noch an diesen Wahnsinnsraum erinnern in Bremen. Was war in Vorbereitung auf die Beratungstage aus deiner Sicht besonders wichtig? Na, wir sind, also unsere Beratungstage waren im Februar, wir sind im Juli mit einem Kickoff gestartet, das wir sehr breit beworben haben, vorher den Termin so quasi abgestimmt haben, dass es auch allen möglich war, teilzunehmen. Also sowohl Studierenden als auch Mitarbeitenden als auch Lehrenden. Und das war irgendwie so ein ganz knappes Zeitfenster, wo es relativ klar war, das ist für alle realisierbar. Da wussten schon mal relativ viele Bescheid. Und dann habe ich ja schon gesagt, wir haben in dem ganzen halben Jahr immer wieder unterschiedliche Aktivitäten gestartet, um auf diesen Prozess aufmerksam zu machen. Wir haben immer die Studiendekane informiert, bei deren regelmäßigen Treffen. Wir hatten eine Standing-Konferenz, das ist so unser Tag der Lehre, zu dem Thema, wo wir die Themenfelder mit den Lehrenden schon mal vorbesprochen, ist zu viel gesagt, aber vorbearbeitet haben und da schon mal auch Fragen gesammelt haben. Wir haben auch vorher intensiv überlegt, welche Peers uns helfen können, also im Projektteam als auch mit diesem Unterstützerkreis, den ich quasi genannt hatte, weil es ist ja immer eine Frage, von wem man sich quasi Rat holt. Und das haben wir auch breit abgestimmt in unserer Hochschule. Und wir haben das Glück, unser zentrales Veranstaltungsmanagement hat quasi mitorganisiert bei diesen zwei Beratungstagen. Also wenn es das gibt an Ihrer Hochschule oder Sie das mit ins Boot holen können, das hilft natürlich ungemein, weil die einfach Veranstaltungsprofis sind. Ja, danke dir. Die Studierendeneinbindung war euch an der Universität Bremen besonders wichtig. Wie ist euch das gelungen, die Studierenden auch in dem Prozess zu aktivieren und dabei zu haben? Wir haben bei dem Kickoff eine Studierende einer anderen Universität dabei gehabt. Das war sehr hilfreich. Denjenigen, die viel mit dem Hochschulforum Digitalisierung zu tun haben, also Alexa Böckel ist einfach, also
energiegeladen und bringt sehr viel Schwung und auch den Blick von außen auf Universität. Das ist nochmal was anderes, glaube ich, als wenn wir interne Leute versuchen, unsere Studierenden quasi zu aktivieren. Und dann haben wir verschiedene Dinge einfach ausprobiert. Also wir haben sowohl Hochschullehrende angesprochen, in ihren Veranstaltungen Teile quasi zur Digitalisierung unterzubringen. Wir hatten einen Zukunftsworkshop, den wir von Anfang an auch kommuniziert haben, den wir ganz offen mit agilen Methoden verbunden haben. Das war irgendwie spannend. Wir haben vorher Videos gedreht, also alle möglichen Formate genutzt, um quasi Studierende aufmerksam zu machen. Und wir haben auch die Themenwahl für den Beratungstag mit den Studierenden gemeinsam entwickelt. Und ja, dann war das gut. Aus dieser Gruppe hat sich quasi jetzt was weiterentwickelt. Die trifft sich, also hat sich weiter regelmäßig getroffen. Und wir haben dann erwägt, ob wir ein Student Digital Office quasi entwickeln. Aber das hat sich jetzt unter Corona-Bedingungen nicht ergeben. Aber die Studierenden haben sich jetzt überlegt, sie wollen einen Podcast machen und haben jetzt so einen Podcast auf den Weg gebracht, zusammen mit euch. Und das laufen zu lassen, was Studis da wollen, finde ich, ist halt auch wichtig in dem Prozess. Das ist eine tolle Entwicklung, das wusste ich noch gar nicht. Mhm. Und vielleicht auch dazu zu sagen, wir haben mit den Digital Changemakern sozusagen eine ganze Gruppe mit Alexas, die wir eben auch nutzen für die Peer-to-Peer-Beratung und hier da die motivierten Peers, studentische Peers eben für die Prozesse zu rekrutieren. Und da startet auch im Herbst wieder eine neue Gruppe. Also diese Gruppe wird auch immer größer, das ist ganz schön. Und ich habe jetzt auch schon Erfahrungen im Beratungsprozess. Wir hatten das vorher, das Thema schon Kommunikation, hast du schon geschildert, mit wem du so vorab kommuniziert hast. Welche Tipps würdest du nochmal mitgeben, wenn man das jetzt umsetzt, wenn man die Beratung bekommt? Wo sollte man kommunizieren? Wie habt ihr das gemacht an der Uni Bremen? Ja, also ich habe auch gerade nochmal im Chat gelesen, ja, es war wirklich Aufwand. Wir hatten aber auch den Anspruch, dass wir möglichst breit die Leute mitnehmen. Und bei uns in Bremen funktioniert halt nur mal über Veranstaltungen und Menschen sprechen mit Menschen am besten. Also jedwedes digitale Mailing und so weiter funktioniert natürlich auch auf irgendeine Art. Aber wenn man Menschen quasi in den Austausch bringen will, muss man quasi miteinander sprechen. Und ja, okay, das funktioniert halt am besten über unterschiedliche Veranstaltungsformate. Nein, es wurde nicht extra eine halbe Stelle geschaffen, sondern ich war vorher im Zentrum für Multimedia in der Lehre und habe das quasi dann übernommen und habe dann ja ein bisschen mehr Freiraum dafür gekriegt, als klar war, dass es so viel Interesse wirkt. Und dann ist es halt bei Projekten, die man so agil auch entwickeln kann, auch so, dass wenn was gut läuft, kann man da darauf aufbauen und das weiterentwickeln. Danke dir. Wenn du jetzt zurückguckst, die Beratung ist jetzt ein Jahr her. Ich glaube, wir hatten den Abschluss im Juli. Wie würdest du den Einfluss des Beratungsverfahrens so ein Jahr später beurteilen? Also wo stand die Uni Bremen davor? Wo steht ihr jetzt? Also es ist natürlich ein bisschen schwierig. Ist mir klar, Corona war da dazwischen. Das ja. Heißt, man kann es nicht richtig vergleichen. Aber vielleicht kannst du trotzdem zu einer Einschätzung kommen. Also ich glaube, es gab auch vor dem Beratungsprozess schon eine ganze Menge Lehrende, die irgendwie was mit digitalen Elementen in ihrer Lehre gemacht haben. Der Prozess hat die quasi mal sichtbarer gemacht und es ermöglicht, dass die sich vernetzen. Corona hat dann quasi, glaube ich, wieder eher die Studiengänge und innerhalb der Fachbereiche, nicht die ganze große Uni, zusammengebracht. Aber dieses Vernetzungsthema ist quasi geblieben. Auch die, sagen wir mal, die Notwendigkeit des Austausches und des gemeinsamen Arbeiten an den strategischen Themen. Also sehr viele Dinge gingen natürlich in Corona viel schneller umzusetzen. Und dadurch, dass wir vorher schon quasi in den Teams gearbeitet haben, war auch klar, dass Dinge viel schneller gehen als vorher. Danke dir. Vielen Dank, Franziska. Und auch nochmal an den Hofsees für die spannenden Einblicke. Ich würde auch gerne noch direkt die nächste Frage, wie wurde entschieden, wer Peer wird? So habe ich die Frage verstanden. Genau, wer Peer wird. Also ich glaube, das ist immer so ein Prozess zwischen Hochschulforum, Digitalisierung und Universität. Man guckt so ein bisschen, was sind die Wünsche. Ja. Manchmal machen wir auch Vorschläge. Also das ist so ein wechselseitiger Prozess, würde ich sagen. Und wir gucken dann einfach, wer dann auch tatsächlich kann und
das ist ja auch bei den Peers immer eine Zeitfrage, ob die dann auch gerade verfügbar sind in diesem Jahr oder irgendwelche anderen wichtigen Projekte in diesen Zeiträumen haben. Also es ist eher so ein wechselseitiger Prozess und jetzt auch, glaube ich, schon in der Interessenbekundung, wenn ich das richtig vor Augen habe, kann man auch schon erste Ideen für Peers angeben. Also das heißt, das ist für uns schon auch eine wichtige Grundlage, was dort auch schon angegeben wird. Also wenn man schon grob wüsste, wen man gerne dabei hätte, das gerne direkt kommunizieren. Dann haben wir das gleich auf dem Schirm. Genau. Das vielleicht mal zu den Peers. Sonst sehe ich jetzt gerade keine. Das war nochmal so eine Frage zum Aufwand. Die hatten wir aber, glaube ich, grob geklärt. Ne? Perfekt. Gibt es sonst noch weitere Fragen? Das würden wir jetzt nochmal zu dem Thema Bewerbung direkt einmal weitergehen. Und ich weiß nicht, Franziska, du meintest, du musst direkt weiter. Und, ja, wenn jetzt noch Fragen entstehen, also ich bin auch per Mail zu erreichen, kein Problem. Also was ich nochmal gut finde oder was jetzt vielleicht noch für so eine Bewerbung spricht, auch unter den Koordinatorinnen entsteht natürlich ein reger Austausch. Und wir haben uns auch intensiv ausgetauscht über welche Formate, wie kann man das jetzt aufsetzen, wie macht das Sinn. Von daher, also es ist schon ein sehr hilfreicher Prozess auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und wenn Sie noch Fragen haben, dann gerne auch per Mail, ist kein Problem. Ja, ich glaube, es lernen alle immer voneinander. Also auch für die Peers ist es ein interessanter Prozess, für uns als KoordinatorInnen auf Hochschulforums, Digitalisierungsseite natürlich auch. Und der gegenseitige Austausch, den wir jetzt über das Alumni-Programm nochmal weiter stärken möchten, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Also man lernt einfach extrem viel im Prozess. Genau. Dann würde ich jetzt mal kurz nochmal auf unsere Folie gehen und so halbwegs im Zeitplan bleiben. Und einmal noch auf die Bewerbung selbst und das Auswahlverfahren eingehen. Die Interessensbekundung sollte maximal 5 Seiten umfassen und in jedem Fall von der Hochschulleitung unterschrieben werden, um sozusagen diesen Segen, das Mitnehmen aller in der Hochschulleitung auch zu dokumentieren. Zu Beginn gibt es einen Kurzüberblick über die Hochschule zu geben. Da gibt es auch einen Steckbrief in der Ausschreibung. Der ist da drin, so eine Vorlage. Dann sollten Sie kurz eben den Stand der strategischen Auseinandersetzung darstellen und oder auch die operativen Aktivitäten im Bereich Digitalisierung in Studium und Lehre. Dann sollten Sie grob erläutern, welche konkreten Ziele Sie mit der Beratung verfolgen möchten. Und auch die Einbettung der Peer-to-Peer-Beratung in bestehende Prozesse oder Strukturen der Hochschulentwicklung. Also gibt es beispielsweise ein Strategiepapier, gibt es ein Leitbild Lehre etc. Diese Darstellung, Landesstrategien, die jetzt auch Herr Hofse schon angesprochen hatte, solche Dinge, so eine Einbettung dort darzustellen, ist in jedem Fall hilfreich. Dann auch die Maßnahmen zur Beteiligung der relevanten Akteure im Beratungsverfahren darstellen. Das kann sein, zunächst bereits grob zu skizzieren, wer könnte dann Teil eines Projektteams sein, wie kann man die Statusgruppen Lehrende, Studierende dann entsprechend mit einbeziehen. Welche Erwartungen gibt es eben auch an die Beratung und welche Peers, das hatte ich gerade schon grob skizziert, und welche Kompetenzfelder sollten die mitbringen. Das können sowohl die Kompetenzfelder beschrieben werden, als auch konkrete Peers benannt werden. Grundsätzlich gilt für diese Interessenbekundungen, wir werden die vertraulich behandeln, nicht weitergeben, ausschließlich für das Juryverfahren selbst zunächst nutzen. Zum Verfahren, es gibt 5 wesentliche Kriterien, die bewertet werden, das schlüssige Gesamtkonzept, die klare Definition von Herausforderungen und Zielen, die angemessenen Vorarbeiten und es können eben auch konzeptionelle Vorarbeiten sein, die Nachhaltigkeit der Beratung, das bedeutet, steht die Hochschulleitung dahinter, gibt es ein Konzept, wie Maßnahmen auch umgesetzt werden können und eben die überzeugenden Maßnahmen zur Beteiligung der Akteure und Statusgruppen. Der Zeitplan, die wichtigste Frist ist jetzt mal der 20. Juni für die Einreichung. Wir können dann die Bekanntgabe auch schon ein bisschen früher
machen, als das aktuell noch beschrieben wurde in der Ausschreibung, bis 19. Juli spätestens. Die Jury-Sitzung steht jetzt nämlich fest am 14. Juli. Und dann würden wir tatsächlich auch direkt starten mit einem ersten Telefonat und dann geht es sozusagen in Richtung Zusammenstellung des internen Projektteams. Und ich denke, gegen September werden wir einen Auftakt-Workshop haben, wo KoordinatorInnen und Hochschulleitung auch herzlich dazu eingeladen sind und auch andere wichtige Projektteammitglieder können da dazukommen. Und so geht es dann weiter. Durchführung der Hochschulbesuche virtuell oder vor Ort, vielleicht auch in einem Art Blended-Format. Ich denke, das wird sich herauskristallisieren, wo es dahin geht. Es sollen grob im Bereich Januar bis Mai 2022 stattfinden und die Erstellung der Berichte erfolgt dann bis spätestens Juli. Dann gibt es den Abschlussworkshop und eine Art Zertifikatsübergabe, die dieses Jahr relativ spät kam. Ich weiß nicht, Franziska, ist es angekommen? Ich hoffe, ich habe es noch nicht geschickt. Ihr müsstet ein wunderschönes Zertifikat haben. Ich gehe davon aus, wir sind aber im Homeoffice, deswegen habe ich es jetzt vielleicht noch nicht bekommen. Das ist schade, aber es müsste, vielleicht hängt es auch schon irgendwo. Also wir haben uns ganz viel Mühe gegeben, weil der Rahmen, der feierliche dieses Jahr weggefallen ist mit einem Präsenzfestival oder einer Konferenz. Dafür ist das Zertifikat umso schöner geworden. Sobald es hängt, poste ich es bei Twitter. Super. Genau, ich würde sagen, wir gehen auch gerne nochmal in eine Fragerunde, ketzerisch gefragt. Herr Peter, magst du es nochmal einfach so fragen? Die ist so lang. Oder muss ich es vorlesen? Nee, musst du nicht vorlesen. Entschuldigung, meine Stimme ist ein bisschen lädiert, deswegen ziehe ich den Chat eigentlich vor. Ihr wollt ja schon recht konkrete Angaben zu Zielen, zu Erwartungen an die Beratung, zu den Kompetenzfeldern und so weiter. Ich habe mich dann gefragt, was bleibt denn da noch übrig? Wozu beratet ihr denn noch? Gibt es dann nur noch Beratung zu den Maßnahmen oder kann man auch sich zu strategischen Zielen beraten lassen, wenn man sich zum Beispiel noch nicht so sicher ist, in welche Richtung es eigentlich gehen soll? Sagen wir mal Stichwort jetzt, Corona ist ja irgendwann vorbei, es wird wieder einen starken Druck geben in Richtung Präsenzlehre und Präsenzprüfung und all das. Wenn das so noch im Unklaren ist, sozusagen, was die strategischen Ziele betrifft, beratet ihr dann auch in die Richtung oder geht es nur um konkrete Maßnahmen? Also ich würde sagen, das Level, auf dem wir da beraten, ist sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn das eben jetzt die Frage sozusagen der Uni Oldenburg ist, wie machen wir weiter und das eine zentrale Frage ist für die Strategie, dann kann das in so einem Rahmen natürlich diskutiert werden. Die Frage ist, ist da eine externe Beratung nötig für diese Frage? Könnte man das gut intern klären? Das ist vielleicht eine Frage, mit der wir dann in der Jury-Sitzung da so ein bisschen draufschauen, für was brauchen die uns jetzt eigentlich, ist dann die Frage. Aber grundsätzlich wäre das schon eine Frage, die ich persönlich spannend fände und die man auch als Fokus dort mit einbringen kann. Wenn man dort auch sinnvoll sozusagen erläutern kann, wie das in die eigene Strategie passt, man muss es nur begründen können. Ich habe da vielleicht ein kleines Beispiel, wenn Sie gestatten, dann aus dem konkreten Beratungsprozess. Wir haben eigentlich so ein Vorhaben, dass wir sagen, von den digitalen Inseln zum digitalen Kontinent. Das haben wir mit unseren Campus-Geschehen gemacht. Wir hatten viele dezentrale Campusse und die haben wir versucht, stärker zu fokussieren. Und so wollten wir das mit der Digitalität auch machen, um die ganzen Fäden zusammenzubekommen. Und im Beratungsprozess wurde dann irgendwie klar, na, das im Hauruck-Verfahren, das funktioniert nicht so richtig. Das ist ja durchaus eine strategische Überlegung. Und da kam der sehr gute Rat, ein wirklich hilfreicher strategischer Rat, dann macht doch erstmal eine digitale Inselgruppe und überlegt mal, ob die dann irgendwann an den Kontinent angegliedert werden kann. Also eine sehr gute, sozusagen mittelfristige Strategie, die uns ein Stück weit auch von dieser Überforderung, jetzt alles zusammen zu befädeln, auch befreit hat. Auch wenn es banal klingt, aber manchmal ist es genau das, was einen dann auch weiterbringt. Danke, Herr Hupses. Ich glaube, das war jetzt eine
sehr passende Antwort. Die nächste Frage würde ich direkt an Josephine weitergeben. Gibt also eine Übersicht der Themen, die in der Vergangenheit beraten wurden? Ja, die haben wir grundsätzlich. Wir müssten es im Rahmen der Steckbriefe, müssten die Schwerpunkte alle mit drin sein. Ist die Frage, ob wir die kurzfristig jetzt auch für das Verfahren nochmal irgendwie publizieren oder online stellen können in der Übersicht? Also die müsste man sicherlich dann nochmal schön schreiben, bevor man sie rausgeben könnte. Genau, also wir haben das. Wir müssten gucken, wie wir das rausgeben können. Sprechen wir einfach nochmal im Nachgang. Das ist ein guter, finde ich, ein guter Aspekt. Das finde ich auch nochmal interessant, im Überblick zu sehen. Ja, wir hätten jetzt, glaube ich, eine Minute nach fünf. Ich würde sagen, gerne nochmal Fragen. Ich würde im Nachgang an alle natürlich die Unterlagen von heute schicken. Da ist, wie versprochen, auch nochmal mehr noch mit drin, also verschiedene Links zu Publikationen, zu unseren Leitfäden, zur Toolbox, zur Strategie-Toolbox, nochmal zu verschiedenen hilfreichen Tools, genau. Ich hätte mal noch eine konkrete Frage. Wir sind so anders. Wir sind eine freie Hochschule und haben nur Honorardozierende quasi, also Leute, die frei für uns arbeiten, aus Praxis und aus welchen Bereichen auch immer, also auch tatsächlich ein paar Hochschullehrer. Und mir stellt sich immer die Frage bei solchen Projekten, ob da eben auch kleine, feine, freie Hochschulen mitmachen können, die auch quasi erst so anfangen, sich strategisch damit zu befassen. Also wir haben natürlich ad hoc alles umgestellt und sind da auch relativ weit vorn, aber wir haben nicht wirklich eine Strategie. Und wir brauchen genau da Unterstützung. Wäre das was, was man in dieser Beratung gut machen könnte, oder sollten wir es gar nicht erst versuchen? Weil ich muss dann 5 Seiten schreiben. Das muss ich mir genau überlegen. Also ich würde Sie sehr darin bestärken, es in jedem Fall zu versuchen und den Aufwand der 5 Seiten zu machen. Meine Chancen sind jetzt so ein bisschen gestiegen. Wir haben jetzt von 6 auf 8 Hochschulen erhöht. Also das steigert im Zweifel auch die Diversität der beratenden Hochschulen. Wir möchten uns da ja auch weiterentwickeln und etwas lernen. Und ich denke, das ist für uns dann auch ein interessanter Case. Vielleicht aus meinem Kolleginnenkreis, falls es da auch noch Meinungen zu gibt. Janika, gerne. Ja, vielleicht so ein bisschen aus der Erfahrung der letzten Jahre für die Hochschulen, die dann wirklich am Anfang stehen, deutlich zu machen, was sind vielleicht auch Pläne, die sie haben, was sie vielleicht eh schon vorhaben zu machen. Sind das, wollen sie eh eine Umfrage machen? Wollen sie eh Workshops machen? Also, dass man das, was sie noch nicht an Vorarbeiten haben, aber deutlich machen, dass sie Vorüberlegungen haben, wo sie stehen, was sie, oder wo sie gerne hin würden in ihrem Strategieprozess. Ich glaube, das ist dann unheimlich wichtig, dass man auch wirklich einsteigt. Also wichtig ist auch bei den Bewerbungen oder bei der Auswahl der Interessensbekundung, dass wir sehen, da passiert etwas, was ist auch wirklich nachhaltig an der Hochschule dann auch weiter sich weiterentwickelt. Und da ist dann immer gut zu sehen, wo ist eigentlich der Gedankenprozess an der Hochschule in Bezug auf den Prozess. Okay, gut, dann setze ich mich dann gleich mal ran. Wunderbar. Sollen wir den Abschluss wagen? Also vielleicht bei Rückfragen, wir sind jederzeit natürlich erreichbar. Bei Rückfragen zwischendurch rufen Sie an, schreiben Sie eine E-Mail. Auch wenn es wirklich ganz konkret nochmal um die Bewerbung geht und Sie da vor Fragen stehen, gerne jederzeit melden. Ansonsten, genau, das hatten wir auch gerade beantwortet, dieses Video stellen wir morgen bei YouTube ein, morgen Vormittag spätestens. Dann kann es auch nochmal intern geteilt werden. Ist vielleicht besser, als nur drüber zu reden, wenn die Personen es vielleicht direkt selbst gucken können. Und die PDF mit den Folien und weitergehenden Infos schicke ich auch spätestens morgen früh an alle Teilnehmenden und werden wir, denke ich, auch immer auf die Homepage hochladen. Ja, sagen Lavinia, du machst den Abschluss, oder? Ich mache den Abschluss. Ich würde gerne nochmal Sie bitten, alle, dass Sie uns nochmal kurz sagen in den Chat mit einem einzigen Wort,
Wie gehen Sie heute aus dieser Veranstaltung raus? Einfach nur eine kleine Rückmeldung, ein Wort, das würde uns freuen. Und positiv, gut informiert, das ist schön. Ich habe noch einen kleinen Hinweis, den habe ich vorhin als Link gepostet. Wir starten am 7. Juni einen Online-Kurs zu Digitalisierungsstrategien. Falls Sie jemanden kennen oder Sie selber sich anmelden wollen für diesen Kurs, nächste Woche wird die Anmeldung online freigeschaltet und die ganzen weiteren Informationen. Das ist aber jetzt unabhängig von der Peer-to-Peer-Beratung. Es ist einfach nur ein Werbeblock jetzt gewesen. Okay. Dann danke ich Ihnen für das Interesse heute und wünsche allen noch einen schönen Nachmittag. Falls Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne per E-Mail. Dankeschön.